Hi, ich hatte vor 1,5 Jahren jetzt ein Video gemacht, wo ich diese Tastatur reviewed habe. Das ist die Battletron Gaming-Tastatur von Action, von dem Discounter, von der Discounter-Kette. Und überraschenderweise war das eins der erfolgreichsten Videos auf diesem Kanal. Und das, obwohl ich diese Tastatur, also jetzt nicht genau diese, aber die Tastatur hatte ich eigentlich nur gekauft, weil sie ein günstiger Spender für Tastenschalter für Tastaturen sind. Denn hier sind ja 105 oder 104, wahrscheinlich eher 104, dazu später mehr, dieser Tastenschalter drin und das für 25 Euro. Das erschien mir ein guter Preis zu sein. Und deswegen hatte ich die gekauft, kurz reviewt und dann auch geschlachtet. Und ja, dann kamen eben auch Kommentare, in meinem Action gibt's sie nicht, in meinem Action gibt's sie für 20 Euro. Das stimmt, ich habe sie dann später auch im Action auch nochmal für 20 Euro gesehen, habe mir dann auch nochmal eine gekauft, die hier nämlich jetzt, die ist jetzt noch ungeschlachtet. Aber ich hatte ja damals gesagt, eigentlich ist diese Tastatur eine totale Katastrophe, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil die Tastaturbeschriftung total uneinheitlich ist. Also die ganzen deutschen Zeichen sind hier einfach nur mit Lack aufgedruckt auf die Tasten, während die durchgefärbten Teile der Tasten, die hier so durchleuchten, sind die amerikanische Beschriftung mit einer Ausnahme, nämlich dass hier Y und Z eben auch in der deutschen Variante aufgedruckt waren. Und die habe ich jetzt getauscht, aber dann ist halt, weil die aus unterschiedlichen Reihen kommen, sind die Tasten schief. Also ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme die als amerikanische Tastatur, weil dann kann ich mich komplett auf die Zeichen, die hier durchleuchten, konzentrieren. Aber dann, wie gesagt, muss man diese beiden Tasten hier tauschen, Y und Z, und dann sind die einfach uneinheitlich und kippen hier so raus und so. Außerdem ist natürlich ein Trick zu sagen, hier, das ist eine RGB-Tastatur. Aber was sich dann eben rausgestellt hat, das haben wir eben auch in dem Video gesehen, wo wir die Tastatur geschlachtet haben, ist die Tatsache, dass eben die Lichter alle immer nur eine Farbe können. Also diese komplette Reihe hier ist dieses Orange, diese Reihe ist dieses Blau, diese Reihe ist dieses Rot, diese Reihe ist dieses Hellblau, diese Reihe ist dieses Grün. Diese Reihe hier ist dieses Violett. Und obwohl wir hier verschiedene Möglichkeiten haben, verschiedene Presets zu wählen, wo dann bestimmte Tasten aufleuchten und andere eben nicht, hier verschiedene Einstellungen für verschiedene Spiele, wo dann bestimmte Tasten aufleuchten und der Rest einfach dunkel bleibt. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür das jeweils gedacht ist. Es stand auch natürlich nicht in der Anleitung drin. Auf jeden Fall, egal welche Tasten leuchten und welche nicht leuchten, es ist auf jeden Fall immer sozusagen pro Taste nur eine Farbe. Und wenn man jetzt diese Farbauswahl hier nicht mag, hat man halt einfach verloren. So, also diese Tastatur eben für 25 damals oder inzwischen 20 Euro. Die Frage ist jetzt natürlich, kriegt man das für den Preis noch besser hin? Und jetzt schieben wir die hier mal ein bisschen zur Seite, zu der kommen wir später nochmal. Denn scheinbar geht das. Das hier habe ich jetzt gerade bei Woolworths gefunden. Das ist eine mechanische Tastatur, das steht hier drauf. Hier steht sogar drauf, was für Schalter das sind, nämlich Out Emu Blau. Hier steht deutsches Layout. Auf dem Bild hier ist zwar eine amerikanische Tastatur abgebildet, aber die hier soll ein deutsches Layout haben und hier steht drauf RGB-Beleuchtung. Das klingt ja schon mal ganz gut. Und die Tastatur kostete eben auch 20 Euro. Vielleicht können wir mal kurz einen Blick drauf werfen, was die vorher gekostet hat. Hatte ich schon gesagt, die lag bei Woolworths rum. Habe ich da zufällig gesehen und dann gleich mal mitgenommen. Für 20 Euro. Vor den 20 Euro hat die. Kommt man jetzt schlecht ran. Machen wir mal andersrum. Also vor den 20 Euro hat sie 30 Euro gekostet. Und davor. Der ursprünglich aufgedruckte Preis, bei Woolworths sind ja die Preise normalerweise auch direkt aufgedruckt und werden dann überklebt, wenn der Preis reduziert wird. Sieht man jetzt schon, sollte die ursprünglich mal 40 Euro kosten. Also ich habe sie jetzt zum halben Preis gekriegt für 20 Euro. Und es ist natürlich die Frage, lohnt sich das für 40 Euro, lohnt sich das für 20 Euro, diese Tastatur zu kaufen? Vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die Rückseite.
Hier sind eben auch die ganzen Features aufgelistet. Mechanische Tastatur mit Out-Emo-Schaltern, RGB-Beleuchtung. Mal gucken, ob es wirklich stimmt. Aber auch auf dem Bild sieht man hier schon, da sind sehr viel mehr Farben als bei der anderen Tastatur, weil der ist ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben gab. Hier sieht es so aus, als könnte die deutlich mehr Farben. Die Frage ist, kann natürlich jede einzelne Taste auch eine andere Farbe haben? Extra Software, was auch immer das heißt. Extra Software, ist da ein Treiber dabei? Unklar. So, wir haben hier also 104 oder 105 Tasten. Das spricht mal dafür, dass die, je nachdem, was für ein Layout sie hat, auch eine unterschiedliche Anzahl an Tasten hat. Denn die amerikanische Tastatur hat ja nur 104 Tasten. Die Tastaturen nach ISO, also zum Beispiel auch die Standard deutsche Tastaturbelegung nach DIN, die haben 105 Tasten. Anti-Ghosting, das müssen wir natürlich testen, wie viele Tasten man gleichzeitig drücken kann, ohne dass Phantomtasten sich einmischen. 12 Funktionstasten, okay, das. Achso, damit ist gemeint, dass die 12 F-Tasten, also F1 und bis F12, eben zusammen mit der Funktionstaste noch eine zweite Belegung haben. Hier Media Player, Lautstärke rauf, runter, Mute, Stopp, zurück, Play, vorwärts, E-Mail, Häuschen, keine Ahnung, Home oder sowas, Calculator, Suche. Gut, dann hier die Größe ist halt eine Standard-Tastatur eben mit einer Standardgröße. Deswegen ist das hier auch kein allzu große Überraschung, dass die eben 447,5 mal 166 mm groß ist und eben 39,3 mm dick. Wo auch immer sie das gemessen haben, das sehen wir ja gleich. 5 Volt, 300 mA ist jetzt für eine komplett beleuchtete Tastatur nicht unbedingt viel, 300 mA, gucken wir mal. Und 108 cm USB-Kabel. Und wenn wir den Karton öffnen, sehen wir hier erstmal so eine kleine Anleitung. Die ist in Russisch und in Tschechisch und in Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Kroatisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, nochmal Russisch, hatten wir Russisch nicht schon? Ach nee, das war Bulgarisch. Entschuldigung, sah so kyrillisch aus. Russisch, Slowenisch, Slowakisch und Weißrussisch. Allerdings pro Sprache nur anderthalb Seiten und hier sind zwar diese Funktionstasten erklärt, aber es steht kein Ton drin über die RGB-Funktion. Also wie man, also was man mit der Beleuchtung machen kann. Das müssen wir uns also selber erschließen. Dann die eigentliche Tastatur. Hier mit dem Kabel unter so einer Lasche. Und das war's auch schon bei der Tastatur von Action. War immerhin noch ein Keycap-Puller dabei, mit dem man eben die Tastenkappen auswechseln konnte. So, und hier ist die Tastatur dann auch. Ach, hier ist der Keycap-Puller, auch einer dabei, wie schön. Das Kabel ist allerdings nicht wie bei der Action-Tastatur hier so stoffummantelt, sondern ist einfach nur ein ganz normales Kunststoffkabel. Dann stecken wir auch das mal ein. Der Stecker ist übrigens super lang. Ich weiß nicht, vielleicht ist das in manchen Fällen unpraktisch. Hier mal zum Vergleich der Stecker von der Action-Tastatur. Der ist deutlich kürzer. Also wenn man nicht viel Platz hat, ist der Stecker von der Woolworth-Tastatur jetzt eher nicht so praktisch. So, wir stecken die mal ein. Und man sieht irgendwie so ein ganz... Ah, jetzt leuchtet sie. Und tatsächlich leuchtet sie in allen Farben des Regenbogens. Ich hoffe, man kann das gut sehen in der Kamera. Und jetzt können wir einfach mal die beiden Tastaturen hier nebeneinander stellen. Ich schließe die jetzt auch mal wieder an. Und dann können wir vielleicht mal ein paar Vergleiche machen. Das Kabel ist natürlich... Ja...
weil es eben so eine Plastikleitung ist, liegt nicht ganz so schön, ne? Muss man hier vielleicht mal einklemmen. Also man sieht, die Tastatur ist etwas breiter als die von Action. Man sieht auch hier eben die Plate, die fällt hier ab. Die Tastatur ist auch höher, eben weil hier noch dieser ganze Vorbau ist. Diese Tastatur hört ja hier direkt nach den F-Tasten auf. Hier ist eben noch diese ganze Dekoration, hier auch so rote Kunststoffapplikationen. Hier sind zwei Schrauben. Die Action-Tastatur war ja festgeschraubt mit etlichen Schrauben, die teilweise eben auch unter Tastenkappen waren. Wenn man diese Tastatur jetzt mit nur zwei Schrauben öffnen könnte, wäre das natürlich ziemlich großartig. Und hier ist noch so eine kleine Schutzfolie aufgeklebt, auf dem Vulcano-Logo. So, besser. Aber was eben auch auffällt, und das ist, glaube ich, auch der ganz wichtige Punkt an der Stelle, es ist tatsächlich ein deutsches Tastaturlayout nach deutscher Industrienorm. Das heißt, wir haben die Enter-Taste über zwei Zeilen. Und wir haben eben auch die 105 Tasten und hier die, in beiden Fällen ist es auch ähnlich, dass hier sozusagen die zweite, also diese Taste hier, was auch immer das normalerweise für eine ist, die ist eben durch so eine Funktionstaste ersetzt. Die durchscheinenden Beschriftungen der Tasten sind viel feiner. Also man sieht, im direkten Vergleich. Das Video ist in 4K, deswegen hoffe ich, könnt ihr das gut sehen. Vielleicht können wir auch gleich noch mal ein bisschen ranzoomen. Die Beschriftungen hier auf diesen Tasten sind alle sehr, sehr grobschlächtig, sage ich mal. Während sie hier viel feiner sind. Und es ist auch tatsächlich immer die deutsche Beschriftung durchscheint. Also hier leuchtet immer die deutsche Beschriftung. Kleine Ausnahme, hier steht eben Caps Lock drauf. Das ist natürlich der amerikanische Name dieser Taste. In Deutschland wäre das natürlich, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch jetzt heißt. Ich benutze selten deutsche Tastaturen, aber auf jeden Fall nicht Caps Lock. Aber hier Druck, Rollen, Pause, Einfügen, Entfernen, Position 1, Ende, Bild hoch, Bild runter. Das sind also alles die deutschen Beschriftungen und eben auch die deutschen Zeichen. Hier ist das Dächle und das Gradzeichen eben nur mit Lack aufgedruckt. Und auf der Taste ist das Hochkomma und die Tilde. Das ist sehr verwirrend. Hier ist eben das Dächle und das Gradzeichen richtig durchscheinend. Vielleicht machen wir mal ganz kurz einen kleinen Versuch. Ich schalte einfach mal das Licht aus. Dann sieht man die beiden Tastaturen nochmal im direkten Vergleich, wie ihre jeweiligen Tastenbeschriftungen aussehen. Und wir sehen eben auch hier die absolute Einfarbigkeit jeder einzelnen Reihe und hier alle Farben des Regenbogens. Außerdem leuchten auch hier diese Leuchten deutlich heller. Scroll-Lock, Num-Lock und Tabs-Lock als hier. Hier sind die ein bisschen sehr dunkel. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt schon die maximale Helligkeit haben. Ja, das ist hier die maximale Helligkeit bei der. Insgesamt wirkt die Tastatur ein kleines bisschen weniger hell als die von Action. Jetzt mache ich das Licht mal wieder an, damit wir noch mal kurz uns weitere Features anschauen können. Wie gesagt, bei der hier gab es eben verschiedene Beleuchtungsprogramme, die man auswählen kann mit Funktion 1 bis Funktion 0. Und zusätzlich konnte man mit Funktion rauf und runter die Helligkeit verstellen, aber eben nur in 4 Schritten. Bei der Tastatur von Woolworth haben wir 6 Programme. Die kann ich auch mal kurz durchlaufen lassen. Also das ist Programm 1 hier. Einfarbig, alle Tasten die gleiche Farbe. Die dann allerdings langsam sich auch wechselt. Und dann gibt es hier noch Modifikatoren, also dieser Demodifikator macht scheinbar nichts. Und der Rundkreismodifikator macht scheinbar auch nichts. Und die Helligkeit, die geht 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Also ein Schritt mehr, mit dem man die Helligkeit regeln kann. Wenn man am Ende angekommen ist, blinken eben hier diese drei Tasten kurz, um zu zeigen, dass
du hast jetzt das Ende erreicht. Das ist also Modus 1. Er wechselt langsam durch die verschiedenen Farben. Und ich sehe hier gerade, hier gibt es auch noch eine Option. Und das ist scheinbar die Geschwindigkeit. Also hiermit kann man noch die Geschwindigkeit einstellen, sodass man eben auch schnell durch die unterschiedlichen Farben wechseln kann. Das war jetzt Programm 1. Programm 2. Da leuchtet erstmal gar nichts. Aber wenn man eine Taste drückt, geht von der aus so eine kleine Welle durch die ganze Tastatur. Und auch hier kann man wahrscheinlich die Helligkeit einstellen. Und hier kann man die Geschwindigkeit auch einstellen. Man sieht, jetzt ist die Welle sehr langsam. Und jetzt wird die Welle schneller. Mit D passiert wieder nichts. Und hiermit kann man die Farbe ändern. Jetzt ist es rot, jetzt orange, grün, blau, dunkelblau, violett. Okay, also hier die Welle. Nächste Einstellung, Nummer 3. Da sieht man hier quasi so eine Laola-Welle die ganze Zeit über die Tastatur gehen. Mal schauen, wie wir die verändern können. D macht wieder nichts. Mit der Rundrum-Taste kann ich auch hier wieder die Farbe wechseln. Auch dieses Weiß, was sich ja auch nur aus RGB zusammensetzt, aber gut. Oder gar ganz regenbogenbunt. Auch nicht schlecht. Und hier dann wieder zurück zu den einzelnen Farben. Und hier kann ich auch die Geschwindigkeit ändern mit den Rauf-Runter-Tasten. Jetzt haben wir hier die langsame Laola-Welle. So, jetzt zum nächsten Programm, Nummer 4. Jetzt leuchtet, es ist so pulsierend. Also das Licht pulsiert an und aus. Hier kann ich auch wieder die Geschwindigkeit ändern. Schnell atmen, langsam atmen, okay. Also Helligkeit ist wahrscheinlich bei allen Programmen gleich. Hier passiert mit dem nichts. Nee. Und hier kann ich auch wieder die Farbe einstellen. Eben mit den, hier auch wieder alle Farben des Regenbogens mit dem Kreisrund-Ding. Gut. Nächstes Programm wäre das Programm 5. Hier leuchten, das war glaube ich auch die Standardeinstellung vom Anfang. Gucken wir mal, mit dem passiert wieder nichts. Hiermit passiert auch nichts. Aber auch hier kann man die Geschwindigkeit einstellen. Sehr langsam und sehr schnell. Und zuletzt haben wir hier das Programm Nummer 6. Hier leuchten jetzt, ja, also wie so ein Scheibenwischer, der da über die Tastatur wischt. Mal kurz gucken, was wir da noch ändern können. Mit D anscheinend wieder nichts. Okay. Helligkeit geht rauf und runter. Farbe kann man einstellen, also wieder Regenbogen oder eine einzelne Farbe oder weiß. Und ja, das waren die verschiedenen Lichtprogramme. Ich glaube, mein Favorit bisher war die Nummer 2 mit den Wellen, die von jeder betätigten Taste ausgehen. Das finde ich ganz hübsch. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir hier für Switches, obwohl eigentlich stand es ja auch schon drauf. Aber Audemo, das sind also quasi auch nicht ganz die gleichen Switches. Die hier haben so ein weißes Kunststoffgehäuse, die hier haben ein schwarzes Kunststoffgehäuse. Aber sie haben, sind augenscheinlich beide Klone von der Cherry MX Blau. Und wir können mal kurz den Tipptest machen. So klingt die
Tastatur von Action. Und so klingt die Tastatur von Woolworth. Insgesamt klingt die hier ein bisschen, ich weiß nicht, gedämpfter vielleicht. Was natürlich daran liegt, dass hier die Platte aus Blech ist und hier aus Kunststoff. Ja, soweit erstmal. Und jetzt testen wir gleich nochmal kurz, wie das mit dem M-Key-Rollover ist und mit dem Ghosting. Und dann schauen wir hier einfach mal in die Tastatur auch rein, wie die denn von innen ausschaut. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt den Rollover-Test und wir können mal anfangen mit der einfachsten Übung. 6 Tasten bei USB-Tastaturen immer kein Problem. Und jetzt kommt die 7. und die 8. und die 9. Das geht also. Okay, soweit so klar. Ich habe auch mal ein bisschen rumprobiert und verschiedene Tastenkombinationen gedrückt und ich habe auch nie eine Taste gesehen, die ich nicht gedrückt habe. Insofern scheint auch das mit dem Ghosting kein Problem zu sein. Und jetzt gucken wir mal, was maximal geht. Das hier ist der gesamte Nummernblock. 17 Tasten an der Zahl. Dann drücken wir mal noch ein paar zusätzliche Tasten. Und damit haben wir hier jetzt, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht auf die blöde Windows-Taste kommt. Die macht immer alles kaputt. Nehmen wir doch mal einfach hier noch die Funktionstasten dazu. Also 50 Tasten. 52, 53 Tasten. Wir können also bei dieser Tastatur so viele Tasten drücken, wie wir wollen. Soweit dazu. Und jetzt noch ein kleiner Blick in die Tastatur hinein. Zuerst die beiden sehr auffälligen Schrauben, die auch tatsächlich Schrauben sind und nicht einfach nur irgendwelche Dekorationsmerkmale. Aber natürlich, also man merkt, es ist etwas lockerer geworden, aber so kriegt man die Tastatur natürlich noch nicht auf. Das heißt, es gibt noch versteckte Schrauben. Und dann kommt natürlich hier auch der, ich ziehe die mal vorsichtshalber ab, Keycap-Puller in Gebrauch. Hier ist zum Beispiel noch eine Schraube. Hier ist keine. Doch hier unter der Enter-Taste ist sie. Die sind übrigens hier mit so einem System miteinander verbunden. Das ist alles recht solide, so dass man hier nicht irgendwie, dass die Taste nicht wackelt, während man sie drückt. Vielleicht gucken wir nochmal, wie das sich bei der Space-Taste verhält. Auch bei ihr ist das so. Sehr schick, sehr schick. So kann man arbeiten und auch da versteckt sich eine Schraube. Und hier zwischen Steuerung und der Windows oder was auch immer Taste. Ah, hier übrigens sehe ich noch, hier ist ein kleines Schloss. Man kann also wahrscheinlich mit Funktion Windows die Windows-Taste auch sperren. Dann passiert nicht das, was mir gerade passiert ist, dass man also plötzlich irgendwie durch einen Druck auf die Windows-Taste sich aus seiner aktuell genutzten App rausschließt. Hier sehe ich noch eine Schraube zwischen UI und 8. Und gibt es sonst noch welche, die mir spontan auffallen? Nö. Ja. Müssen wir mal gucken, wo es dann gleich noch hängt, wenn wir die rausgemacht haben. Das sind natürlich jetzt völlig andere Schrauben als die schönen dekorativen hier aus der Ecke. Aber es sind alles selbstschneidende Schrauben. Also beliebig oft kann man die Tastatur wahrscheinlich nicht auf- und wieder zumachen, ohne dass sie im Laufe der Zeit einfach die Gewinde so ein bisschen an Spannkraft verlieren. Da ist schon eine abgehauen. Habe ich einen magnetischen Schraubendreher. Funk, komm her. Die Schrauben sind magnetisch. Immerhin, keine billigen Aluschrauben. So. Mal schauen, ob wir dem guten Stück jetzt etwas näher kommen können.
Ne, irgendwo hängt es noch. Vielleicht unter der Shift-Taste, das wäre ja auch noch so ein Kandidat, wo man bestimmt eine Schraube verstecken könnte. Ne, da ist keine. Dann müssen wir wohl nochmal auf gut Glück irgendwelche Tastenkappen einfach rausziehen, um zu gucken, wo sich da eventuell noch weitere Schrauben verbergen. Hier sind offensichtlich keine mehr. Ein paar von diesen Spritzgusspockennarben hat sie natürlich auch. Übrigens ein kurzer Blick auf die Rückseite. Hier sind natürlich keine Schrauben. Außer es versteckt sich hier eine oder zwei unter dem Aufkleberchen. Nee, auch noch vom Spritzguss. Was sie auch hat, übrigens sind hier solche Füße zum Aufstellen. Zumindest theoretisch. Die gehen nämlich sehr schwer. Aber schnappen dafür sehr, sehr befriedigend ein. Sind eventuell unter diesen Gummifüßen hier noch Schrauben. Das möchte ich nicht für unmöglich halten. Nee, da gibt es keine Schraube. Okay, irgendwo muss noch Schrauben sein. Man merkt, es flext sich schon so ein bisschen auf, aber irgendwo hängt es noch. Irgendwo hier, rund um die Enter-Taste vielleicht. Oder vielleicht sogar unter der Enter-Taste. Ja. Oder hängt es noch an etwas anderem, was jetzt keine Schraube ist? Hier ist noch eine. Zwischen 0 und dem Numpad Komma. Ja. Geht schon deutlich besser. Aber irgendwo hängt es trotzdem noch. Unter den Cursor-Tasten ist noch eine. Da sehen wir langsam auch das Muster. 1, 2, 3, 4, 5 hier. Dann 1, 2, 3 hier. Und eventuell noch woanders welche. Ah, jetzt kann man sehen, wo die Stands sind. Also die Posten, wo die Schrauben reingeschraubt werden. Zwischen F2 und F3 ist auf jeden Fall nochmal eine. Und eine ist noch, eine gibt's noch. Die muss auch irgendwo im oberen Bereich hier sein. Oberer Bereich gegen Mitte. Jetzt ist ja schon wieder zu nah an der anderen. Ah, hier. Zwischen Scroll-Lock und Sys-Request. Nee, nicht Sys-Request, der Pause-Taste. Okay. Eine einzige noch. Und zwar auch eher so auf Höhe der Funktionstasten gefühlt. Nee. Okay, bald habe ich sie alle. Ich habe alle Tastenkappen rausgezogen, damit ihr das nicht müsst. Ist eindeutig in dem oberen Bereich hier. Habe ich irgendwas übersehen? Oder hängt das vielleicht wirklich an etwas, was keine Schraube ist? Ist ja echt eine Klammer oder sowas. Ah! Das Vulcano-Logo. Komm her. Schade, dass man das jetzt hier abpellen muss. Augenscheinlich. Um hier ranzukommen. Das ist nämlich auch sehr widerstandsfähig und wahrscheinlich auch nie wieder so hübsch wie vorhin, als wir die Schutzfolie abgezogen haben. Ein Plektron oder sowas bräuchte ich. Habe ich noch gerade gar keins da. Dann nehmen wir doch ein Messer. Das kleine Logo-Aufkleberchen hier ist das einzige an der ganzen
Tastatur, Oberseite, was aus Metall ist. Deswegen geht es leider auch sehr schwer weg. Und wenn man hier versucht, das abzupulen, und hier ist die Schraube. Das gibt einen Abzug in der B-Note, meine Freunde. Das hätte ja echt nicht sein müssen. Hier die Schraube so ungünstig zu verstecken. So. Das war's. Wir haben sie. Und zwar mit einer Gesamtanzahl von 2 schönen dekorativen Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schrauben unter den Tastenkappen versteckt und einer ganz fiesen Schraube, die unter dem super störrischen Aufkleber klebt. Und hier sehen wir dann eben, okay, hier sind die ganzen Posten für die Schrauben. Da sind auch sogar noch ein paar mehr, als die tatsächlich benutzt werden. Und jetzt hier das eigentliche PCB. Und wir sehen tatsächlich, es sind alles unsere Freunde aus dem letzten Video. Ich habe jetzt leider gerade vergessen, wie sie hießen, aber das hier sind die RGB-LEDs mit eingebautem Controller. Wir sehen hier, oder wir können besser gesagt vermuten, natürlich ist das hier auch geschweißt, also das kriegen wir jetzt hier nicht ab. Die einzelnen Tasten sind hier also auch nicht irgendwie einzeln austauschbar oder so, die sind gelötet. Und jede einzelne Taste hat tatsächlich hier so eine RGB-LED, wie wir die auch in dem Projekt mit dem RGB-Dekorationsding aus dem Lasercutter benutzt haben. Das sind nämlich genau die gleichen, die leider auch nicht für mein Helix-Board funktioniert haben, aber dazu sowieso nochmal zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Und was sehen wir hier noch an interessanten Sachen? Das USB-Kabel ist hier gesteckt, das ist schön, hilfreich. Der Controller ist unkenntlich gemacht worden, übermalt. Da finden wir also nicht raus, was das für einer ist, aber typischerweise kriegt man diese Elemente eh nie einzeln, leider. Und dann sehen wir hier die 3 einfarbigen LEDs, eben für die 3 Statusleuchten. Und dann ist hier noch ein Konnektor 1. Und hier ist ein Konnektor 2, das ist unklar, wofür die sind. Hier ist auch noch ein Konnektor 3, also es scheinen auch noch etliche weitere Funktionen hier vorgesehen zu sein. Und was wir auch sehen übrigens, fällt mir gerade auf, jede einzelne Taste hat eine eigene Diode und daher kommt eben das Anti-Ghosting. Das ist also keine leere Versprechung, sondern das wurde hier auch tatsächlich entsprechend umgesetzt. Sehen wir das noch? Ja, hier ist noch ein Konnektor. Hier ist noch ein Platz für ein Bauteil. Unklar, was das sein soll. Jo. Und hier diese Verzierungselemente, das ist einfach undurchsichtiger Kunststoff. Da könnte man also jetzt auch theoretisch vielleicht irgendwie ein bisschen eine durchsichtige Folie oder so eine irisierende Folie einkleben und dann vielleicht die von hinten beleuchten. Und hier. Ah ja, das hier, was hier gesteckt ist, das ist eben hier die Leitpipe für die Status-LEDs. So, hier bin ich jetzt nochmal aus der Zukunft, denn wir haben uns ja jetzt noch gar nicht die Software angeschaut. Die war natürlich nicht dabei, es war ja keine CD oder so im Lieferumfang. Aber wenn wir hier mal auf der Seite von Modecom, dem Hersteller, der ja auch auf dem Karton aufgedruckt ist, in den Tastaturen ein bisschen scrollen, dann finden wir hier die Volcano Hammer RGB Out Emo Blue. Nein, Java möchte ich jetzt nicht updaten. Und wenn wir auf die Tastatur mal drauf gehen, dann sehen wir auch schon hier eine gewisse Beschreibung. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen zu sagen? Genau, der Windows Keylock, den haben wir ja vorhin zufällig entdeckt. Den
Den probieren wir auch gleich nochmal aus. 104 Tasten oder in dem Fall sogar 105. Und es gibt diese Tastatur mit drei verschiedenen Schaltern. Neben den blauen, die wir hier haben, gibt es auch noch rote und braune. Allerdings sind von Audemo die blauen Schalter tatsächlich am beliebtesten. Aber wenn man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, in einem Großraumbüro arbeitet oder so und vielleicht Leute weniger stören will, könnte man sich auch überlegen, auf die braunen oder gar auf die roten zu gehen. Allerdings eben nicht bei Woolworth und vielleicht dann auch nicht zu dem Preis. Das Anti-Ghosting steht hier drin, das RGB-Backlight, das schauen wir uns gleich nochmal an, ob man mit der Software da wirklich was machen kann. Und hier die rutschfesten Gummifüße, das habe ich natürlich jetzt auch nicht so erwähnt, die Füße zum Ausklappen, aber auch die eingebauten, die sind eben aus Gummi. So dass die Tastatur, die ich jetzt hier auch wieder aufgebaut habe, relativ solide steht. Ja, der USB-Stecker ist aus Gold, das ist noch lange keine Ausrede dafür, dass der so unpraktisch groß ist und das Kabel ist mit 180 cm eben besonders lang. Gut, aber das haben wir ja alles eigentlich auch schon besprochen. Das Interessante ist jetzt eigentlich hier, wenn wir mal auf Download gehen, denn hier gibt es einen Treiber, eine ZIP-Datei, die ist auch nur für Windows. Die sagt auch 104 Keys, das ist also eigentlich auch gar nicht für die Tastatur, die wir haben. Aber es ist die einzige Datei, die es gibt und dann kann man eben diese Datei installieren. Das habe ich jetzt hier auch schon mal gemacht. Und ja, die fügt sich eben hier in die Symbolleiste ein. Wenn man einfach nur draufklickt, passiert gar nichts. Aber mit rechts kann man draufklicken und dann gibt es hier zum Beispiel eine Baut. Das sagt eben, diese Software ist zwar in 2018, Version 1.0, wahrscheinlich auch die einzige Version davon, die jemals erscheinen wird. Und man kann auch auf Open klicken und dann erscheint hier dieses wunderschöne Interface. Hier gibt es ein Fragezeichen, da kann man importieren und exportieren. Ich weiß nicht, was man da importieren kann. FWC-Dateien, das scheint also ein eigenes Dateiformat zu sein. Das kann man also auch sozusagen dann nur hiermit erstellen. Es gibt hier drei Profile, was ganz interessant ist, weil wir hatten ja eigentlich hier sechs Profiltasten. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber wir können jetzt innerhalb dieser Profile eben eine Lichtanimation aktivieren und die wird dann auch gleich sozusagen auf der Tastatur, wie man sieht, schon direkt vorgeführt. Wobei bisher eigentlich alles noch relativ ähnlich ausschaut. Das hier ist wahrscheinlich das mit den Wellen, jawohl. Also es gibt sozusagen hier mehr Animationen, als sie verfügbar waren. Das ist ja auch ganz nett. Ein bisschen so ein Matrix-Look. Es gibt hier auf jeden Fall mehr Animationen, als sie verfügbar waren in den Voreinstellungen hier auf der Tastatur. Man kann hier jeweils mit so einem Slider die Helligkeit einstellen. Auch hier wieder nur über 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. Die Geschwindigkeit über 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. Und man kann auch noch eine Farbe auswählen oder eben bunt. So. Das ist das eine. Man kann also hier beim Licht ein bisschen mehr Einfluss nehmen als ohne die Software. Und das ist scheinbar pro Profil auch unterschiedlich. Jetzt hat das Profil gar nicht gespeichert. Ganz großer Spaß. Okay, also dann nehmen wir hier nochmal wieder das Digital Times. Ich glaube, wir müssen dann jetzt hier auf, weiß ich nicht, OK drücken oder so. Dann verschwindet die Applikation ganz. Apply ging nicht. Aber zumindest scheint er sich das jetzt hier gemerkt zu haben. Und was wir dann noch machen können, ist hier auf einzelne dieser Tasten klicken. Zum Beispiel hier auf die Menütaste. Das ist keine gute Taste scheinbar. Nee, dann passiert leider auch irgendwie nichts, wenn wir auf die Tasten klicken. Mal kurz gucken. Ah, jetzt in einem anderen Profil kann man scheinbar die Tasten
bearbeiten. Also man könnte jetzt zum Beispiel hier dafür sorgen, dass die E-Taste stattdessen ein U erzeugt. Ah, eine einzelne Taste heißt eine einzelne Taste, okay. Man kann aber auch ein Makro setzen mit einer entsprechenden Verzögerung. Okay. Oder eine der Multimedia-Funktionen auswählen, die ja auch schon vorbelegt sind auf den F-Tasten aktuell. Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie sagen kann, Fn plus F1. Nee, das geht leider auch nicht. Also die hier beim Makro erscheint das gleich nochmal, da kann man die Makros eben auch schon unabhängig von einer Taste vorbelegen und dann einfach nur auf eine Taste draufklicken. Aber die Konfigurationsmöglichkeiten in dieser Software sind auf jeden Fall deutlich eingeschränkt. Können mal ganz kurz ausprobieren, wenn ich jetzt auf Numlock die Taste E lege, was dann passiert. Gehen wir wieder in unseren Rollover-Test. Und jetzt drücke ich mal auf Numlock und Numlock leuchtet auf. Okay. Vielleicht muss ich in der Software auch Apply sagen erstmal. Okay. Jetzt ist diese Taste hier gelb eingefärbt. Das ist wohl das Zeichen, dass sie jetzt eine andere Bedeutung hat. Und jetzt drücke ich hier auf Numlock und die Tastatur generiert ein E. Also man kann ein ganz kleines bisschen was konfigurieren an den Tasten. Man kann eine einzelne Taste zu einer einzelnen anderen Taste machen, aber an Konfigurationsoptionen von einer richtigen Keyboard-Firmware wie QMK oder so reicht das natürlich längst nicht heran. Und diese Makros, okay, damit könnte man zum Beispiel dafür sorgen, dass Numlock auch irgendwie Shift-E macht oder sowas, aber ich finde die Software auf jeden Fall underwhelming. Die Konfigurationseinstellungen beim Licht scheinen auch irgendwie schwer zu speichern zu sein. Also das wäre schön, wenn da nochmal eine bessere Version für rauskäme. Aber das ist ja unwahrscheinlich, wenn das seit 2018 einfach an dieser Software nichts mehr gemacht wurde und die Tastatur inzwischen auf der Herstellerwebseite auch ziemlich weit nach unten gerutscht ist schon. Gut, insgesamt eine solide Tastatur, tatsächlich mit 105 einzelnen RGB-LEDs, 105 einzelnen mechanischen Tastenschaltern, also alles Nachbauten von MX Blau. Vielleicht ist sogar einer von diesen Konnektoren hier, vielleicht der hier, dafür gedacht, eben hier noch eine Beleuchtung dieser dekorativen Elemente irgendwie mit Strom zu versorgen. Das wäre denkbar. Aber auch da müsste man natürlich hier sozusagen diese ganzen Posten losmachen, um das nachverfolgen zu können, wie der hier geschaltet ist, weil die Traces für den laufen leider auf der anderen Seite. Hier ist übrigens eine kleine ein kleiner Transistor. Es könnte sein, dass der irgendwie genau hier den Strom an- und ausschaltet. Sind auch noch ein paar mehr Transistoren, aber leider, wie gesagt, von der Seite alleine können wir die ganzen Traces nicht wirklich nachverfolgen. Das Board wurde sozusagen designt 2018, also es ist nicht das allerneueste Design, aber auch nicht das allerälteste. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich finde eigentlich für 20 Euro ist das eine absolut solide Tastatur. Ich werde sie auch nicht benutzen, leider, weil ich eben nicht mit diesen zueinander verschobenen Reihen irgendwie klarkomme. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es sehr schön, dass die tatsächlich irgendwie so beleuchtet ist in allen Farben des Regenbogens, dass es da auch lustige Programme gibt. Natürlich können wir die Programme nicht wirklich ändern. Dafür müssten wir erstmal wissen, was der Controller hier, was der so kann und ob der sich überhaupt irgendwie umprogrammieren lässt. Eventuell, also auf dem hier liegen scheinbar die USB-Leitung nochmal drauf. Aber ich sehe jetzt hier keinen richtigen Diagnoseport für den Controllerbau. Ah, hier ist noch ein Anschluss CN4. Scheinbar auch einfach nur Plus und Minus, ne?
Wahrscheinlich. Ich sehe jetzt keine Möglichkeit, den Controller einfach umzuprogrammieren oder so, selbst wenn man rausfinden könnte, was der überhaupt für einer ist und ob man den überhaupt in irgendeiner Form programmieren kann. Das heißt, mit den 6 Beleuchtungsprogrammen, die mitgeliefert werden bei der Tastatur, sind wir jetzt scheinbar erstmal ja, stecken geblieben. Und 2 Möglichkeiten, wer mit diesem Tastaturlayout zurechtkommt, wer es auch okay findet, dass die Tastatur halt einfach komplett aus Kunststoff ist, hat hier eine schöne Tastatur, die man vielleicht auch noch so ein kleines bisschen erweitern kann. Also vielleicht hier wirklich noch die Beleuchtung für diese Verzierung einbauen. Natürlich, weil sie aus Kunststoff ist, ist die Tastatur vielleicht auch ein bisschen unnötig groß hier, diese ganzen Abschrägungen. Da ist natürlich die von Action kleiner, wegen ihres Metallträgers, der eben die Struktur gibt und von daher eben nicht diese Schrägen braucht für die Stabilität. Und ansonsten auch für 20 Euro 105 MX-Klon-Clicky-Switches, 105 RGB-LEDs, 105 Dioden, die man ja auch für eigene Tastaturprojekte verwenden kann. Ich finde einfach auch nur so als Teilespender ist diese Tastatur absolut ihren Preis wert. So, das war's zu dieser Tastatur. Bei mir stand sie im Woolworths an der Kasse. Vielleicht findet ihr sie in eurer Filiale auch, wenn ihr so eine Tastatur haben wollt. Und ansonsten guckt auch einfach mal durch diverse Filialen durch. Inzwischen eben von 40 Euro auf 20 Euro runtergesetzt. Ich glaube nicht, dass da noch viel Potenzial ist, um noch weiter im Preis runterzugehen, aber man weiß ja nie. Vielleicht habt ihr ja auch Glück und könnt die auch für 15 Euro schießen oder so. Dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und ciao!